Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Video. Leute, Karat Art bringt neue Bilder raus. Heute ist es soweit. Ab heute gibt es die Bilder im Shop. Es gibt zwei Stück. Und zwar ist das die Kollektion Cuteness and Mystery. Und ja, Mystery, weil Karat Art bringt zum allerersten Mal ein Mystery-Bild raus. Ich habe schon ein bisschen reingespitzelt und oh mein Gott, Leute, es ist einfach so super niedlich. Und ich persönlich finde ja, die Bilder passen unglaublich gut zusammen und man muss sie einfach beide haben. Eins wäre ohne das andere traurig, glaubt's mir. Ich zeige aber noch nicht so viel von dem Mystery-Bild. Ich möchte euch die Überraschung natürlich nicht nehmen, aber ich habe ja noch eins da, das zeige ich euch auf jeden Fall. Und ich habe natürlich auch, wie immer, einen Rabattcode für euch. Da könnt ihr sparen. Das steht alles in der Infobox. Klickt auf den Link, dann seid ihr direkt bei der Seite. Und wie gesagt, ab heute im Shop. Künstlerin, ich zeige euch, Künstlerin ist Ophelie Honey und ich habe hier einmal ein Bild, 48x48 cm, eckige Steine, es heißt Friends in the Rain und das andere ist auch mit eckigem Stein, 45x45 cm, das ist das Mystery Bild, ist auch von Ophelie Honey und das heißt Mystery Friends und tada, wie ihr seht, seht ihr nichts. Und das ist auch gerade gut so. Damit ihr nicht gespoilert werdet, wir gucken mal das hier an. Oh mein Gott, Leute, es ist so unendlich niedlich. Und es passt einfach. Heute ist es so grau draußen, regnerisch. Und da bringt doch der süße Waschbär ein bisschen Freude rein. Er steht auch im Regen mit einem super süßen rosa Regenschirm, mit einem Vögelchen auf dem Kopf. Und die beiden warten auf den Sonnenschein. Ich finde es so, so schön. Wir packen es aus, wir schauen es uns an. Und dann gucken wir uns auch ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen das hier an. Und wie gesagt, Leute, ich kann noch nicht so viel verraten. Ich möchte auch nicht. Ich möchte euch nicht spoilern. Aber ich persönlich finde, die beiden Bilder, die müssen einfach zusammenbleiben. Die werden sonst traurig, die zwei. Es geht los. Da ist es. Schön viel Platz noch im Karton. Ach, so schön, Leute. Freue mich. Ihr wisst Bescheid, bei den Künstlerbildern ist kein Toolkit mehr dabei. Was aber dabei ist, ist einmal Washi Tape von Karat Art. Das ist einfach was, was man aufbraucht. Da ist super viel drauf. Das reicht euch auf jeden Fall. Und dann ist immer ein Döschen mit Wachs noch mit dabei in so einer schönen Herzform. Dreimal blauer Wachs. Auch sehr, sehr gut. Und dann haben wir hier die Steine, sind natürlich Harzsteine und oh mein Gott, etwas für Grünliebhaber auf jeden Fall. Aber auch super schöne pastellige Töne mit dabei. Guckt mal, oh, das ist so schön. Dann hier so schöne Pastelltöne. Richtig, richtig toll. Alles in Zipptüten natürlich. Und dann gucken wir uns mal die AB-Steine an. Und hier einmal noch normale Steine, damit ihr gucken könnt, wie die so aussehen. Super schöne Qualität. Ich mag die Steine von Karat Art sehr, sehr gerne. Die lassen sich super gut legen, die lassen sich gut aufnehmen. Man hat wenig Trash mit dabei. Und die Steine klicken so schön ineinander. Das liebe ich ja total. Und man hat keine Lücken. Gott sei Dank, ich bin gar kein Fan von Lücken und das ist bei Karat Art überhaupt nicht. Die Steine passen perfekt ineinander, die passen perfekt auf die Leinwand und das liebe ich einfach. Gucken wir jetzt mal die AB-Steine. Oh mein Gott, Leute, das sind so viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal AB, aber nicht zu viel. Wir haben einmal weiß und davon gibt es die meisten. Und zwar sieht das so aus, das kennt ihr, die 5200. Ich finde, die geht auf jeden Fall immer. Dann, oh, das sind bestimmt so ein paar richtig schöne Highlights.
ein super schöner Hellblauton, so hellblau-türkis, gefällt mir richtig gut. Die 3846. Dann darf natürlich auch nicht fehlen, bin ich ja ein großer Fan von. Überraschung. Rosa. Und ich gucke gleich mal wieder mein Highlight-Ton aus. Das machen wir ja immer so. Das ist jetzt hier die 963. Oh, ist das schön, Leute. Ah, oh, ich kann mich gar nicht dieses Mal entscheiden. Oh, ich weiß nicht. Aber ich habe vielleicht einen und der könnte vielleicht etwas überraschend für euch sein. Aber gucken wir mal hier. Wir haben noch ein anderes Rosatönchen, die 605. Ich halte es euch mal hin im Vergleich. Auch nur so ein paar Highlights. Dann haben wir dreimal Grüntöne. Die 704 bietet sich natürlich an bei so viel Grün, dass dann da auch grüne ABs mit dabei sind. Dann die 906, das ist auch ein super schönes Grün. Und das ist auch wunderschön, die 907. Das ist so ein bisschen Giftgrün. Dann, da bin ich gespannt, wo das hingehört. Ah, bestimmt ins Vögelchen. So ein Orange-Gelb-Ton. Auch mega schön. Und das wird mein Highlight-Ton sein. Ist einfach mal was anderes. Hat man nicht ganz so oft. Die 775. Und davon ist auch ein bisschen mehr mit dabei im Bild. Da freue ich mich. Schön. Jetzt kommen wir aber mal zum Stickersheet und dann zur Leinwand. So sieht das Stickersheet aus. Super schönes, großes Bild fürs Journal, finde ich sehr gut. Dann steht hier nochmal die Künstlerin mit drauf, alle Maße und Daten zum Bild. Dann natürlich die selbstklebenden Sticker hier für auf die Döschen. Da mache ich immer die Laufnummer, schneide ich weg. Und das Symbol und die DMC-Nummer klebe ich auf mein Döschen mit drauf. Und dann reicht das auch alles gut. Das Bild hat 49 Farben. Wunderschön, Leute. Ich finde es so schön. Und die Bäckchen, so super niedlich. Das Vögelchen auf dem Kopf, der rosa Regenschirm. Dann seht ihr hier Regen. Aber es blüht noch so ein bisschen. Da könnt ihr doch quasi das Bild schon riechen, oder? Leute, das ist ein Bild einfach mit Duft. So ein richtig schöner Sommer- oder Frühlingsregen. Oh, liebe ich, wie das dann immer so gut duftet. Und guckt mal, das sehe ich ja gerade, die Wolken, die haben so ein bisschen Ombreverlauf. Hier ein bisschen rosa, dann so ins Hellblau und dann weiß. Schön. Kommen wir zur Leinwand. Natürlich wieder welliger abgesteppter Rand. Und natürlich, ihr wisst Bescheid, die schöne Flauschleinwand. Karat Art, let the pleasure begin. Hier könnt ihr mal den Druck sehen. Super schöner, klarer Druck. Alles handgerendert natürlich. Wie immer bei Karat Art. Und guckt mal. Wunderschön. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das hier die AB-Steine sind. Mal gucken. Nein, da sind die AB-Steine. Guckt mal, wie schön hier oben am Rand entlang. Da werden die dann so ein bisschen angeglitzert. Vielleicht von der Sonne, die schon ein bisschen durchkommt. Dann direkt nach dem Regen. Super niedlich. Die Bäckchen hier, die Knopfaugen. So süß. Kleiner Regenschirm hier. Ich finde das richtig süß. So sieht es aus, das Bild. Und natürlich haben wir hier auch wieder die Legende bis runter.
Vorschaubild, Daten zum Bild und das Ganze auf der anderen Seite auch nochmal. Ich finde es sehr, sehr schön, dass zwei Vorschaubilder dabei sind, auf jeder Seite eins, weil tatsächlich gucke ich da doch ab und zu mal noch ein bisschen drauf. Und so sieht das Ganze dann einmal komplett aus. 48 x 48 cm. Ich hätte ja direkt Lust, das anzufangen. Richtig, richtig nice, Leute. Wo die gelben AB-Steine reingehören, das haben wir ja jetzt ja schon erfahren. Und dann möchte ich mir aber mal noch angucken, wo mein Highlight-Ton mit dazu gehört. Die 775, das ist das Symbol mit dem Viereck. Ich habe es schon entdeckt und oh mein Gott, ja, es passt. Leute, und zwar ist das immer hier so ein bisschen am Rand vom Himmel und am Rand von den Regenpfützen hier. Dann glitzern die so ein bisschen. Ich finde das super passend gewählt. Dann haben wir noch das schöne Hellblau und auch das finden wir so ein bisschen in den Regenpfützen wieder. Hier so ein bisschen, hier. Die verschiedenen Grüntöne sind natürlich überall da, wo grün ist, so ein bisschen vereinzelt eingesetzt. Die rosanen logischerweise im Regenschirm. Also über das ganze Bild verteilt, so ein bisschen AB-Highlights und Akzente gesetzt. Was ich gut finde, ist, dass in den Bäckchen nichts ist. Das wäre mir tatsächlich nämlich ein Ticken zu viel gewesen. Die sind schön zart, rosa und schlicht. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Allerdings haben wir hier in den Ohren ein paar am Rand. Das ist schön. Und eben am Rand vom Regenschirm hier noch, wo der Regen so ein bisschen drauf prasselt. Und dann hatten wir ja auch noch das Weiß. Und das findet sich im Regen wieder, der so ein bisschen glitzert, wenn er runterfällt. Super schön passende AB-Steine gewählt, finde ich. Das ist mir persönlich immer wichtig, dass sich da Gedanken gemacht wird, dass nicht einfach irgendwo die AB-Steine zu finden sind, sondern dass sich da ein bisschen Gedanken gemacht wurde, auch wo passen die denn gut rein, dass es nicht zu viel ist. Wisst ihr ja, ich bin da nämlich kein Fan von, dass einfach irgendwo drauf geklatscht wird. Und da merkt man einfach, dass da nochmal selbst nachgeschaut wird und selbst dann auch dran gearbeitet wird, um das einfach ideal passend ins Bild einzufügen. Und das liebe ich einfach bei Karatart. Jetzt kommen wir zum Mystery-Bild. Hier seht ihr Mystery. Aber Leute, ihr werdet nicht viel sehen. Es ist nämlich schwarz-weiß. Auch da ist wieder Washi-Tape und Wachs mit dabei. Ich zeige euch mal die Farben. Dann könnt ihr ja in etwa abschätzen. Und ihr wisst ja, das waren jetzt die Freunde im Regen. Und jetzt sind es hier die Mystery-Freunde. Ich sag ja, die beiden Bilder, die müssen auf jeden Fall zusammenbleiben. Das Bild hat 45 Farben. Tada! So cool, einfach mit diesem dicken Fragezeichen hier. Auch von derselben Künstlerin. Leute, das sind gerade alles Hints. Also passt bitte auf. Ich gebe euch hier gerade ein paar Tipps. Wisst ihr Bescheid? Oder auch nicht. Das sind die Farben. So sieht's aus. Auch viel Grün. Wir gucken uns die AB-Steine an. 9 AB-Farben. Weiß. Das wunderschöne Blau. Ein etwas helleres Blau, so ein bisschen blau-grau. Nochmal ein anderes Blau. Dann werden hier wieder Akzente gesetzt mit
rosa, grün, das schöne Gelb, noch ein anderer rosa Ton wieder und mein Highlight-Ton, tada, lila. In diesem Bild ist auch ein bisschen lila vertreten und ich finde das ein super schönes Lila. Das ist die 208, mag ich sehr, sehr gerne. Und ich kann euch ja jetzt noch nicht so viel zeigen, sonst würde ich das Bild verraten, weil, ja, das möchte ich ja nicht. Aber ich zeige euch ein kleines bisschen was, damit ihr den Druck sehen könnt. Möchte euch nicht spoilern. So sieht das Ganze aus, schwarz-weiß. Auch hier welliger, abgesteppter Rand. Und natürlich auch die Flauscheleinwand. So wie ihr das kennt von Karat Art. Genau. So sieht's aus. Da habt ihr schon mal ein Eckchen gesehen. Das war's jetzt mit dem Unboxing Mystery Bild von Karat Art, Leute. Mega. Das war's. Ich werde alles in die Infobox setzen und verlinken. Denkt an den Rabattcode, da könnt ihr ein bisschen sparen. Das war's jetzt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.